Das Stift St. Georgen ist vor gut 1000 Jahren gegründet worden von den Benediktinerinnen. Hat dann über die Jahrhunderte sich natürlich verändert, ist dann in den 80er Jahren eben übergegangen in ein Bildungshaus der katholischen Kirche, der Diözese Kärnten. Aber der Schwerpunkt ist eben jetzt ausgerichtet auf die Hotellerie und Touristik und eben auch auf den Seminarbereich. Das heißt Kostkurse, Firmen, die herkommen, ihre Seminare da abhalten und natürlich auch zu einem Teil noch des Bildungsangebots, das wir selbst anbieten. Wir haben sehr viele Leute, die kommen aus irgendeinen Metropolen und die kommen natürlich bewusst daher, weil sie einfach den Alltag entfliehen wollen, weil es gibt wenig Verkehr, es gibt viel Natur, man hat die Verpflegung da, man schläft da. Und was für uns auch wichtig ist, ist eben die Regionalität, dass der Gast weiß, wo kommt die Salami her, die ich mir gerade auf mein Brot aufhöre, oder das Gemüse, wo wird das angebaut und so weiter. Dass man einfach Sachen, die in der Gegend wachsen, unbehandelt zu Lebensmitteln verarbeitet. Wir haben ja auch eine Teebar schöne, wo wir eben Kräuter, die bei uns gewachsen sind, zu Tee verarbeitet worden sind. Auch das zum Beispiel die Stiftsbäckerei, dass der Gast weiß, aha, okay, das Brot ist selber gemacht und es ist auch etwas Besonderes. Also es gibt meines Wissens sehr wenige Hotelbetriebe, die eine eigene Bäckerei haben. Und das sind halt diese Eindrücke, die man vielleicht woanders eben nicht hat oder sicherlich nicht hat, weil einfach das Angebot da sehr speziell und sehr vielfältig ist.